keine Spur von den Avar, die mich herausfordern wollen. Oder von den Soldaten der Inquisition. Ich hoffe, die Avar haben die Freude an den Geiseln nicht verloren. Sofern sie überhaupt wissen, wie das mit Geiseln so läuft. Und damit wünsche ich euch... damit begrüße ich euch zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dragon Age Inquisition natürlich. Wie man hier schon sieht, ne? Wir sehen immer noch in den Pfahlbrüchen. Oder dem Pfahlbruch. Wahrscheinlich eher dem Pfahlbruch. Da liegt eine Leiche, die nehmen wir mal mit. Erkranktes Gewebe ist immer gut. Das sollte unsere Forschung ein bisschen vorantreiben. Neben den Leuchtfeuern, die wir hier im Gebiet entzünden sollen, haben wir natürlich noch ein paar Risse zu schließen. Ja, ich merk's auch. Cullens Bericht liegt bereit. Ah ja. Hier haben wir noch ein Buch. Das lesen wir mal ganz fix. Töchter des Liedes. Aha. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Dieser Bericht ist natürlich den wir in der letzten Folge in Auftrag gegeben haben. Dragostein. Und der uns... Um was ging's da? Ach ja, genau. Irgendwie die letzten... Die letzten Jungs da irgendwie ein bisschen zu beruhigen. Also beziehungsweise die paar Geschöpfe, die noch durch den Riss gekommen sind. Zu entfernen. So, Riss im Nichts öffnen? Warum zum Teufel sollte ich ihn öffnen? Wer kommt denn auf so eine Kackidee? Naja, reden wir mal mit dir. Du bist nämlich einer dieser Emisäre. Jetzt muss ich gucken, dass ich da nichts falsch mache. Auf eurer Suche nach dem Treffer eurer ersten Riss den Himmelsbeobachter. Rede mit Himmelsbeobachter, erzeugt ihn das Schließen des Risses, das etwas an der Erzählung von meiner Recht den Himmelsbeobachter erneut an, nachdem er... Ah ja, okay. Ihr seid also Andrastes Herold. Jo. Mein Volk will euch tot sehen, aber das ist nicht mein Problem. Ihr habt nichts von mir zu befürchten. Was macht ihr hier? Warum seid ihr nicht bei den anderen, aber? Ich untersuche diese Löcher in der Welt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Sie spucken wütende Geister aus, ohne Unterlass. Keine Ahnung, was der Himmel uns damit sagen will. Sie werden von der Bresche am Himmel verursacht. Schuld ist irgendein fehlgeschlagener Zauber. Das weiß ich auch. Ich spreche von der Herrin der Himmel. Kennt ihr sie nicht? Seht ihr die Warnungen nicht, die sie in Gestalt von Vogelschwärmen in den Himmel schreibt? Interessant, wie vielfältig der Glaube in Ferelden ist. Sagt das nochmal, Elf, und ich drehe euch den Hals um. Die anderen Avar haben eine Patrouille der Inquisition entführt. Sind die Männer wohl auf? Einige wurden bei dem Scharmützel verletzt, waren aber am Leben, als ich sie zuletzt sah. Jemand hat sie gut ausgebildet. Sie haben mehr von uns getötet, als ich erwartet hatte. Ich dachte, die Avar wollen mit mir kämpfen. Der Sohn unseres Häuptlings will mit euch kämpfen. Ich werde erst gerufen, wenn die Leichen sich stapeln. Rituale für die Götter, Flickwerk für die Blutenden, ein Dolch für die Sterbenden. Das sind meine Aufgaben. Ich ziehe meine Klinge nicht für die Trophäenjagd eines dummen Jungen. Als dann, lebt wohl. Hütet euch vor dem Wasser. Ja? Als dann, lebt wohl. Okay. Hütet euch vor dem Wasser. Machen wir ein bisschen Party. Mal gucken, was er dann dazu zu sagen hat. Ich hoffe, die sind nicht zu krass, die Jungs. Ah, Level 10. Ja, ganz easy. Hallo. Könntest du mal bitte angreifen? Danke. Na komm, nächste Runde. Nehmen den hier. Immun, immun, immun? Warum immun? Sowas gibt's nicht nett. Immun ist uncool. Machen wir mal kurz hier zu.
Da könnt ihr in der Zwischenzeit weiterkämpfen. Bam, alle gelebt. Na komm, ihr macht das schon, oder? Muss ich euch jetzt nicht groß beihelfen. Ja, ja, das macht ihr schon. Machen wir den Rest zu. Erst auf, dann zu. Kannst dich mal entscheiden. Bam. Sehr schön. Damit sind wir Level 11. Ist auch nicht verkehrt. Wo liegt denn mein... Herr in der Himmel, ihr könnt Risse in der Luft verschließen? Deshalb wurde der Herold hergeschickt. Vielleicht steht ihr wirklich in der Gunst deines Gottes. Ja? Vielleicht tue ich das, ne? Ja. Als dann, lebt wohl. Hütet euch vor dem Wasser. Echt? Das war's? Die ganze Show für das bisschen Konversation? Na, das war ja reichlich uninteressant. Was haben wir denn hier? Nix. Nix ist immer gut. Oh, jetzt hab ich schon wieder... Ich hab grad keine Lust auf die. Wir gehen einfach weiter. Hier können wir kämpfen. Die Krankheit muss schrecklich gewütet haben. Niemand kam, um das Land wieder in Besitz zu nehmen. Jedenfalls kein Lebender. Ah. Dem ist wohl so. Ein bisschen Overkill. Oh, was haben wir denn da? Ah, es ist eine Leiche. Okay. Erkrankt das Gewebe. Blutlotus. Gut, gut. Na, dann machen wir mal Runde 3, würde ich sagen. Hm? Wenn wir schon da sind. Ja, Solus könnte das... Das finde ich so dämlich, dass man so Sachen... Dass ich jetzt erst Solus auswählen muss, damit ich das freilegen kann. Das macht irgendwie keinen Sinn. Was macht ihr da unten? Ich konnte sagen, so lange kann das doch nicht dauern. So, komm mal her. Wir warten mal, bis Warwicks Ding voll ist. Gehen wir mal kurz hier Talente verteilen. Weiß ich denn schon, was ich will? Ich weiß nicht. Ich glaube, hier Schleichangriff wäre nicht schlecht, oder? Kritische Trefferchance 31%, mehr Klugheit. Wenn man Angriffen gegen den Rücken oder die Seite eines Gegners einen tödlichen Treffer zu erzielen, ist deutlich erhöht. Das macht eigentlich ziemlich viel Sinn, würde ich sagen. Ich meine, ich wäre auch noch immer ein großer Fan davon, hier oben mal... Ja, mit den Dolchen hier weiterzumachen oder auch hier... Ja, weiß nicht, Gnadenstoß vielleicht, Hinterhalt. Hinterhalt ist bestimmt auch cool. Aber jetzt machen wir erstmal den die Doppeldolch Pfad weiter. Fokussiert. Hm. Ja. Wahrscheinlich, weil ich 10 Punkte in einem Baum habe. Oh, ich habe nicht gewartet, bis Warwick voll war. Oh, ja. Was soll's. Nehmen wir mal so ein Ding. Wir untersuchen gleich mal die Rune. Eine spezielle Schleierfeuerrune sind vollkommen undurchdringlich, aber wenn man sie ansieht, rufen sie vor dem geistigen Auge das Bild einer Pflanze hervor und den Eindruck, dass sie irgendwie wichtig ist, dann verblasst das Bild wieder. Dieser Kackschrecken ist, glaube ich, der essentielle Gegner hierbei. Oh, sind zwei Schrecken. Ja. Warwick. Einmal Sperrfeuer bitte. Sprengfeuer, wie auch immer. Kannst du das mal bitte werfen? Hallo? Warum geht das nicht? Jetzt geht's. Ja, dir geht's ja eigentlich noch ganz gut. Kommen wir mal ein bisschen zu Hilfe, mein Freundchen. Na komm. Okay, der ist weg. Bleiben noch die niederen Schrecken, ja. Konzentriert euch erstmal auf den da. Dann ist der weg. Ja, ich glaube, er dürfte jetzt gleich erledigt sein. Genau, und jetzt machen wir hier zusammen den.
hätte vielleicht erst nach hinten gehen sollen. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen. So, wenn man mal meine neue passive Fähigkeit betrachtet. Heiltränke haben wir noch einen zur Verfügung. Das ist also okay. Ja. Damit ist das hier gegessen. Und wir können die ganzen Dinger hier einsammeln. Also einfach ist es ja nicht. So viel kann man ja mal sagen, ne? Eigentlich sollte man gerade nochmal zurückreisen zum eigentlichen, zum Lager. Nochmal ein bisschen. Aber naja. So ist das eben, ne? Ja, ganz schön viel Zeug hier liegen lassen, die Jungs. Wir haben auch nur noch ein Leuchtfeuer, was wir entzünden müssen. Ja, warte mal, hier war doch noch. Ja, genau. Blutlotus, nö. Geisteressenz. Ich frage mich, ob man die Essenzen irgendwie kombinieren kann später. Denn das sind jetzt ja nur geringe. Okay. Wir müssen auf jeden Fall mal noch nach da hinten. Und hier oben in dem Gebiet waren wir auch noch gar nicht. Wenn ich das mal so anmerken darf. Ist das hier die richtige Richtung? Ah, zumindest so ein bisschen. Haben wir eine Sehenswürdigkeit und einen Riss. Ein Riss mit Level 12. Ja, kann man schon machen. Pass du mal auf. Was soll denn das? Echt mal, Kollege. Finde ich gar nicht so geil. Komm, geh mal die Barriere weg hier. Was soll denn das? Kackviecher. So. Welchen haben wir denn da? Den Dämon der Verzweiflung. Wow, was ist das denn für ein Viech? Der ist aber uncool. Ich gehe mal kurz unsichtbar. Und dann machen wir mal hier. So, Solas. Du schmeißt dir mal bitte einen Heiltrank ein. Wo liegt denn Warwick? Da. Mana-Trank. Danke. Dann hätte ich gerne, dass du Warwick wiederbelebst. Und ich kümmere mich weiter um meinen. Tja. Hm? Was ist denn jetzt los? Hallo? Hallo? Was ist aus dem Wiederbeleben geworden? Hab ich dir nicht gerade den Auftrag gegeben, dass du bitteschön Warwick wiederbeleben sollst? Nein? Hab ich nicht, ne? So. Du gehst mal. Du machst dich mal ein bisschen unsichtbar, bitte. Trinkst mal einen Trank. Ja, natürlich ist er jetzt immun. Wie sollte es auch anders sein? Oh, natürlich, der Dämon der Verzweiflung. Ey, was geht denn jetzt ab? Könnt ihr nicht erstmal einen fertig machen? Müsst ihr euch jetzt auf den konzentrieren? Naja, ist auch egal. Machen wir den Rest jetzt zu und dann ist auch die Sache hier erledigt. Mein Gott, ist das anstrengend. Tschüss. Ja, so ganz ohne frostige Lumpen. So ganz ohne Heiltränke ist halt nicht so geil. Helm, Herz. Ein Wiedergänger, Helm und Herz. Tja, Wiedergänger. Mächtige Blitzessenz. Beanspruchen. Der Bau. Schön. Habt
Hier noch irgendwas? Tut mir leid, dass ich euch mit... Hier war da noch, genau, da hinten. ...meinen Fragen über euer Volk belästigt habe, Beric. Ich sehe so viel von dieser Welt in den Träumen der Menschen, meines eigenen Volks, ja sogar der Kunari. Allein Zwerge bleiben mir verschlossen. Von einigen Erinnerungsfetzen einmal abgesehen, die irgendein Geist aufgeschnappt hat. Jetzt weiß ich, warum ich so wenig sehe. Ach ja? Wisst ihr das? Zwerge sind der abgetrennte Arm eines vormals mächtigen Helden. Richtungslos. Jeglichem Waffengeschick auf ewig beraubt. Er mag zwar zucken und lebendig erscheinen, doch er wird niemals träumen. Hm. Sag das bloß keinem Vertreter der Carter, Grieskram. Er könnte es in den falschen Hals kriegen. Ich wollte gerade sagen, das klingt jetzt nicht so nett. Echt? Ich kann da nicht durchlaufen. Ne, nichts drin. Gut. Wollte nur mal auf Nummer sicher gehen. Könnte man noch kurz ein bisschen nach da oben laufen, oder? Einfach um das Gebiet mal für uns zu markieren. Was ist denn das? Warum sind dann Schäden? Oh, was liegt denn hier? Ja, machen wir gleich. Erstmal den Schäden hier weg. So, mein Freundchen. Träum mal rum. Was haben wir da? Notizen über die Sterne. Die grobe Handschrift wirkt zittrig. Wilton. Habe den Himmel beobachtet, als die Schreie aus der alten Burg, als ich Schreie aus der alten Burg hörte. Ging zum Tor und sah gehörnte Gestalten im Nebel. Jeder, der die Seuche nicht hat, sollte aufbrechen. Wir treffen uns auf dem südlichen Pfad. Ich habe eine Base in Königskreuz, bei der wir bleiben können. Base, das Wort benutzt man heutzutage auch nicht mehr, oder? Ich glaube, ich kenne es noch, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Was haben wir denn da noch? Da ist auch noch so ein Lager. Seht ihr, ich sag doch, man muss die Sachen hier untersuchen. Titz über die Sterne. Eine Sammlung schnell aufgeschriebener Notizen in grober Handschrift. Wilton. Achso, nee, das ist doch hier. Mondaufgang. Heute einige Minuten später als vor einigen Wochen. Er bewegt sich anders als die Sterne. Vielleicht, weil er näher ist? Wilton hat einen weiteren Stern im südlichen Viertel des Himmels ausgemacht. In der Nähe von einer der Tevinter-Konstellationen. Kaum zu erkennen. Der Junge hat gute Augen. Werde ihn nächste Woche als Hilfe mitnehmen. Notiz in dem gefundenen Buch sind keine Himmelskarten, wie ich vermutet hatte. Sieht aus wie ein anderer Himmel. Sind die Sterne im Norden anders als hier? Naja, nicht unbedingt anders, aber ähnlich. Ja, da kann ich mich wahrscheinlich nicht so frei hier bewegen. Schätze ich jetzt einfach mal. Also nicht so hundertprozentig frei. Alter Hauptverkehrspunkt. Na, hier ist nichts mehr. Hier kommen wir wieder weg. Die Jungs klopfen sich wahrscheinlich eh gerade mit den... mit den Bogenschützen. Ja, ist gut. Macht ihr das mal fertig. Ja, bekommt es schon hin. Ich bin da zuversichtlich. Oh, was haben wir da? Dämmerlotus, hm? Naja, ich glaube, der ist noch halbwegs sinnvoll. Den packen wir auf jeden Fall noch ein. Ah, super. So, dann halt nicht. Dann halt hier lang. Als ob man erkennt, wo man langlaufen kann. Ich glaube, es geht nur auf diesen... Seerosenpfaden. Wenn man so nennen will. Aber dieser Steinkreis hatte noch einen anderen Ausgang. So, hier, kommt mal zurück, Jungs. Ja, schön einfach herteleportiert. So mag ich das am liebsten. Hatte nicht nur den südlichen Ausgang, sondern ging es auch... Ah, ja, genau, hier ging es auch noch raus. Genau, da gibt es bestimmt auch noch was Interessantes hier. Da lang? Weiß nicht. Müssen wir mal gucken. Da scheint es auf jeden Fall noch nicht lang zu gehen. Also dieser Klingentanz ist schon heftig. 8 Schläge direkt hintereinander auszuführen.
Die Dämonen sind auf den erledige Vidris. Hä? Wo denn? Ah, da. Kommen ein paar Schemen angerollt. Auch sehr schön. Anscheinend hat es den da irgendwie erwischt. Hier ist nichts mehr, ne? Nee. Ah, dann kommen die irgendwie von da hinten. Da muss da hinten irgendwie Party sein. Na, dann gehen wir da mal lang. Ah ja, meine Kollegen sind jetzt auch alle aufgestiegen. Das ist sehr schön. Entdeckte Region. Versteckte Abtrünnigenlager. Da hinten ist Vidris, hä? Abtrünniger Vidris. Oh, den hat's wohl erwischt. Hm, da hinten gehen wir gleich hin. Jetzt kümmern wir uns erstmal um den guten Kollegen da. Ich spüre irgendwo in der Nähe Elfenmagie. Ja, ich auch. Hey, die könnten wir mal schnell anschalten. Vielleicht bringt das was. Ausgezeichnet. Die Schutzzauber sind wieder in Kraft. Na komm, der war doch fast durch. Die Barriere hätte sie uns auch sparen können. Na also. Die Dämonen sind raffiniert. Raffiniert. Quest abgeschlossen. Was hattest du denn bei dir? Kampfmagierrüstung des Wächters. Ah, da wird sich Solus bestimmt drüber freuen. Hm? Zeug. Hüterstab des Feuers. Hoffentlich eine Zauberklinge. Ach ja. Doch, doch. Ganz schön. Jetzt haben wir die Quest abgeschlossen. Hier haben wir noch ein Dämmerlotus-Ding. Das ist doch, glaube ich, ganz gut. Ja. Nö. Was haben wir hier? Blutlotus. Ja, das tüten jetzt auch noch schnell ein. Also, so viel Zeit muss sein. Schon jetzt hier drin stehen. Meine Kollegen sind alle ein Level aufgestiegen. Na, das ist doch wunderbar. Wunderbar ist das. Ich glaube, ich habe auch irgendwo gelesen, man kann nur maximal Level 25 werden. Das heißt, von dem Levelfortschritt haben wir jetzt etwa die Hälfte hinter uns. Ich schätze mal, ich darf nicht links laufen. Naja, komm, wenn wir schon hier sind, tüten wir das alles ein. Alles mitnehmen. Dämmerlotus, Blutlotus, noch mehr Blutlotus. Und nochmal Blutlotus. Da hinten auch noch. Meine Herren, hier hat's ja... Ja. Scheint gut zu wachsen, das Zeug hier. So. Gut. Dann... Ja, ja. Ist okay. Hab's verstanden. Echt, du musstest jetzt noch einen. Du musstest mir jetzt noch einen Pfeil reindrücken. War ja klar. Der ging ein bisschen daneben. Ja, ist auch krass, wir sind schon fast wieder einen. Also ich bin schon wieder fast ein halbes Level aufgestiegen, obwohl wir das doch gerade eben erst hinter uns gebracht haben. Okay, dann gucken wir mal aufs Kärtchen. Wo sind wir denn jetzt? Da, darunter müssten wir. Da sind natürlich die Requirierungsoffiziere, Regimentsoffiziere. Ja, die sparen wir uns. Wenn wir jetzt zurück zum Lager gehen, müssten wir hier runterlaufen. Aber ich glaube, das machen wir trotzdem schnell. Denn ohne Heiltränke jetzt das komplette Gebiet noch zu machen, ich bin ja nicht so ein Fan von, ehrlich gesagt. Das ist jetzt nicht so... Irgendwas, was ich unbedingt machen muss. Also deswegen. So, hier noch ein Heiltrank, ein Mana-Trank und oh, das Feuer da nicht geschmissen. Obwohl ich ihm gesagt hatte. Naja. Vielen Dank dafür, ne? So. Wir könnten natürlich auch einfach so querbeet laufen. Hier rüber. Hier so irgendwo hin. Ich meine, das Gebiet so aufzudecken wäre wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Aber nee, wir laufen jetzt erst hier vor und dann den Weg nach unten.
dass wir da nichts übersehen. Was ist das? Ist auch blaues Vitriol. Ach ja, komm, lassen wir mal stehen. Ich muss jetzt hier nicht alles eintüten. So. Das ist halt schon krass, wenn man sich überlegt, dass so ein kleines Gebiet trotzdem so groß ist. Hast du noch was für mich? Nö. Als dann, lebt wohl. Hütet euch vor dem Wasser. Ja, ja, ich weiß. Wasser ist gleich böse, hä? Bist auch kein so Freund von Waschen. So wie du das formulierst. So. Dann einmal hier lang. Da waren wir schon. Stinkt das? Diese Leute hatten nicht die geringste Chance. Ja, das haben wir schon festgestellt, wenn ich dich darauf hinweisen darf. Das war schon mal. So, jetzt wollten wir da lang. Genau. Hier hoch wollten wir jetzt. Das muss jetzt so der logische Weg sein. Naja. Genau. Und da haben wir die ersten Avar-Bogenschützen. Das war eine ziemlich dämliche Aktion, sich da so anzuschleichen, aber... Naja. Nicht, dass es wichtig wäre. Habt ihr vielleicht irgendwas dabei, was noch interessant wäre? Bogensehne? Nö. Okay. Gut. Ich würde ja tendenziell mal sagen, das ist hier kein... da vorne ist ein Schemen. Warum ist da ein Schemen? Da ist noch eine Leiche. Die holen wir, wenn wir rübergelatscht sind. Wir gucken jetzt noch schnell hier in die Höhle, in die Hütte rein. Und dann würde ich eigentlich sagen, dass wir diese Folge beenden. Und in der nächsten Folge hier weitermachen. Vielleicht schaffen wir es, komplett durchzukommen. Dann hätten wir hier den Pfahlbruch auch erledigt. Aber ich glaube, wir kommen auf jeden Fall sehr weit. Der verlorene Stadt Branindur. Ja, nö. Zu viel. So. Wieso denkt ihr eigentlich ständig, die Welt geht unter? Seid ihr immer noch so schreckhaft oder liegt das an dem Loch im Himmel? Interessant. Na, wollte ich eigentlich gerade eh fertig machen. Aber hat sich das Spiel entschieden, hier kurz vorm Plündern einfach mal abzustürzen. Hatten wir bisher auch noch nicht oft. Schön, dass er sich trotzdem einigermaßen gemerkt hat, wo wir waren. Finde ich ja eigentlich recht gut. Rune der Reinigung. Aha. Das ist ja cool. Fügt roten Templern und dunkler Brut für jeden Schlag Bonuschance. Ah ja. Okay. Ja. Ich wollte mich trotzdem eh verabschieden. Deswegen wünsche ich euch wie immer... ganz viel Spaß und tschüss.